Moin moin und herzlich willkommen zu meinen Lesemonaten November und Dezember 2020. Ich möchte euch jetzt also die Bücher vorstellen, die ich am Ende des Jahres noch beenden konnte oder beziehungsweise gelesen und angefangen habe. Im November waren es tatsächlich nur zwei Bücher und es beide stammen von derselben Reihe. Deswegen hatte sich ein einzelnes Video dazu nicht gelohnt. Deswegen habe ich die Lesemonate jetzt zusammengezogen. Und im Dezember lief es dann wieder etwas besser. Da habe ich tatsächlich sechs Bücher beendet und ein weiteres begonnen. Das waren dann aber auch etwas dünnere Bücher, die im November, die waren schon ein bisschen dicker. Damit möchte ich auch gleich anfangen. Ich habe jetzt gar nicht so an die Statistik gedacht, sonst ja, rechne ich oder zähle ja nochmal meinen Sub und meine Neuzugänge und ja, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich werde das jetzt aber in diesem Video auch nicht nochmal nachholen, weil es wird ja eh auch nochmal so ein Jahresfazit geben und so ein letzter Wasserstand sozusagen, bevor es dann in das nächste Jahr übergeht. Deswegen werde ich das einfach nachholen. Diese Zahlen im Dezember sind auf jeden Fall wieder einige Bücher bei mir eingezogen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte jetzt erstmal mit den Büchern anfangen, die ich im November gelesen habe. Und zwar habe ich Teil 3 und 4 einer Reihe gelesen, zusammen mit der lieben Kali vom Kanal Kalis Books. Und zwar die Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabot. Das ist tatsächlich dann auch abgeschlossen mit Teil 4. Teil 3 ist das Gedächtnis von Babel und Teil 4 im Sturm der Echos ist dann das Finale. Die Autorin Christelle Dabot kommt aus dem Französischen und man merkt tatsächlich, dass es irgendwie ein bisschen vom Schreibstil sich so ein bisschen abhebt. Und ich finde, es ist extrem besonders und hat sehr, sehr viele tolle, einzigartige Ideen, die in diese Welt hier mit eingewoben werden. Und ich finde, es ist nicht so richtig vergleichbar mit irgendwelchen anderen Büchern. Klar hat man immer mal wieder Elemente, die man kennt, aber man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden, sondern sozusagen die Zusammensetzung der verschiedenen Elemente. Und das hat sie hier wirklich toll gemacht. Band 1 und 2 haben mich jetzt nicht restlos begeistert, aber da es eben so was Besonderes war, wollte ich den Büchern immer wieder eine Chance geben und wollte auf jeden Fall die Reihe beenden. Und ich bin froh, dass wir das jetzt durchgezogen haben, dass wir Band 3 und 4 dann auch hintereinander weggelesen haben, weil zwischen Band 2 und 3 war dann auch wieder so ein bisschen ja, Zeit, dass man irgendwie einige Details wieder vergessen hat. Ich musste dann in Band 2, den habe ich hier auch frontal gerade gestellt, ein bisschen nochmal nachlesen, weil es da einfach viele Details gab, die wichtig waren, die aufgedeckt wurden und die ich dann nochmal ja, erfahren wollte. Wir hatten das ja Band 1 und 2 ja noch im All You Can Read Buchclub zusammen gelesen, aber es sind immer mehr Leute abgesprungen und letztendlich sind jetzt nur noch Kali und ich übrig geblieben. Ja, ich muss aber sagen, dass ich letztendlich doch enttäuscht bin von der Reihe. Obwohl ich diese Reihe so gerne lieben wollen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr wisst, diese Reihe ist etwas für euch und die ist toll und da sind Elemente dabei, die liebt ihr, aber es driftet in eine Richtung ab oder es kommen immer wieder Elemente vor, die euch stören und so war das leider hier in dieser Reihe. Ich fange erstmal an, worum geht es eigentlich im ersten Band? Im ersten Band geht es um Ophelia. Ophelia lebt auf einem Planeten, der auseinandergerissen ist in verschiedene kleine Archen, also kleine Erdteile. Und auf diesen verschiedenen Erdteilen wohnen die verschiedensten Menschen und dort haben sich auch die verschiedensten Kulturen entwickelt und auch die verschiedensten Fähigkeiten, die die Menschen dort haben. Ophelia lebt auf dem Erdteil auf der Arche Anima und sie ist eine Spiegelreisende zum einen. Sie kann also durch Spiegel von einem Spiegel zum anderen reisen. Und sie ist eine Leserin. Das bedeutet, wenn sie ein Ding, einen Gegenstand anfasst, dann erfährt sie die Gefühle und Gedanken der Menschen, die diesen Gegenstand schon angefasst haben. Deswegen trägt sie auch immer Handschuhe, damit sie nicht dauernd irgendwelche fremden Gedanken in sich spürt. Und sie ist eine sehr zurückgezogene, sehr introvertierte Person, die in einem Museum arbeitet und ist eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben, bis sie irgendwann aus politischen Gründen verheiratet wird oder ja, verlobt wird erstmal mit einem jungen Mann von einer anderen Arche, nämlich dem Pol. Der Pol ist eine sehr eisige Arche und dort herrscht sehr viel Intrigen- und Machtspielchen-Gehabe und es ja, geht halt immer um Sein und Schein und sie muss sich da erstmal zurechtfinden, dann wird sie
denn sie wird dort mit einem Luftschiff hingebracht. Sie lernt dann erstmal ihren zukünftigen kennen, der total abweisend, kalt und ruppig ist und sie nicht leiden kann und genauso ja sozusagen verschachert wurde wie sie. Ja, und da steckt natürlich vieles dahinter. Auch wieso diese Erde auseinandergerissen wurde, was es mit Gott auf sich hat. Das hat auch viel mit Religion zu tun, mit Göttern. Jede Arche hat einen Familiengeist, also so eine Art Gott, die halt auch ja besondere Fähigkeiten haben, aber scheinbar auch viele Gedächtnislücken und deswegen niemand so genau weiß, was ist damals eigentlich passiert. Ja, und so begleiten wir Ophelia und in Band 1 und 2 befinden wir uns auf dem Pol. Und in Band 3, das Gedächtnis von Babel, befinden wir uns dann in Babel und da war ich richtig Feuer und Flamme, weil mich im Band 1 und 2 schon sehr gestört hat, dass sie zum einen eine sehr passive Figur ist, die sich einfach in diesen Intrigen und Machtspielchen hin und her schieben lässt wie eine Schachfigur und immer umgeben ist von irgendwelchen Leuten, die sie benutzen und ja unterdrücken. Und in Band 3 geht es endlich los, und ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass das passiert, dass sie ihre eigene Queste bekommt, dass sie endlich auf eigene Faust losgeht und ja, die Welt erkundet sozusagen. Allerdings befinden wir uns dann in Band 3 und in Band 4 wirklich hauptsächlich wieder nur auf der Arche Babel. Und das ist einer meiner größten Kritikpunkte. Hier steckt so viel Potenzial drin in dieser Welt und wir erkunden diese gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das hier in diesem Band drin ist, ob das hier aufgezeichnet ist. Ja, hier sind die verschiedenen Archen aufgezeichnet. Man kann halt mit dem Luftschiff diese Archen erreichen und es gibt halt die verschiedensten ja auch Landschaften und eben die verschiedensten Ausprägungen von Kulturen und Gesellschaften, die sich dort entwickelt haben. Und das ist so spannend, aber wir haben tatsächlich nur drei Archen oder ja gut vier vielleicht mitbekommen, aber es gibt glaube ich 15. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, entweder hätte sie weniger Archen machen müssen und die dann wirklich alle zeigen müssen oder sie hätte das einfach anders verteilen müssen. Ich fand Band 2 eigentlich ziemlich überflüssig, die Geschichte. Also der hätte meiner Meinung nach gar nicht sein gemusst, bis auf einige Rückblicke. Das fand ich dann wieder sehr spannend in diese Mythologie, diese Göttergeschichten. Das fand ich total, und das hat mich auch bei der Stange gehalten. Natürlich kam das zum Schluss auch zum Tragen und wurde immer wichtiger, aber ja, es kam einfach zu spät, diese Queste von Ophelia und ihre Charakterentwicklung von diesem grauen Mäuschen, was sich unterdrücken lässt, es ging sehr langsam voran. Man hat gemerkt, sie hat eine Kraft in sich und eine Stärke in sich, die sie so langsam aufbaut und sie wehrt sich, aber es ging sehr langsam. Das hat mich gar nicht so sehr gestört, ein bisschen, aber nicht ganz so doll. Ich dachte, okay, aber man merkt immerhin Fortschritte. Aber in Band 3 und 4 hatten wir wieder so viele Rückschläge in ihr altes Verhaltensmuster, wo sie wieder unterdrückt wurde, wo sie misshandelt wurde, geschlagen wurde. Und also, ob das nun geistig oder körperlich war, ich fand es sehr, sehr schade. Obwohl Band 3 wirklich viele Stärken hatte, auch weil wir eben diesen neuen Ort erkundet haben, weil Ophelia endlich mal auf sich gestellt war und nicht so viele Unterdrücker hatte, aber so nach und nach kamen wieder welche dazu. Was ich bei Band 3 wieder gut fand, war, dass wir mehrere positive Charaktere auch mal kennengelernt haben, die ihr wohlgesinnt waren, weil das fehlte in Band 1 und 2 fast komplett. Und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt. Es gibt so viele Charaktere, die austauschbar sind, die manipulativ sind und Machtspielchen machen und das war einfach too much. Außerdem, wo ich gerade too much sage, besonders in Band 3 und 4, es gab zu viele Informationen, zu schnell aufeinander, die sehr, sehr wichtig waren, die uns aber um die Ohren gehauen wurden. Also zu viele Eindrücke, zu viele Informationen auf einmal, wo man gar nicht mehr durchgestiegen ist. Das Ganze war sehr, sehr komplex, aber die Autorin hat es nicht geschafft, uns das, und es ging uns beiden so, uns das logisch und gut zu erklären, genauso wie auch viele Orte und viele Settings, die beschrieben worden sind, die waren halt
ganz besonders und kann mir gut vorstellen, dass das auch klappen würde. Aber sie wurden nicht so beschrieben, dass ich mir das vorstellen konnte. Und Kali ging es genauso. Also wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, sondern hinterher hatten wir die gleichen Nachrichten auf in unseren WhatsApp-Chat gefunden. Also unabhängig voneinander haben wir beide gesagt, ich konnte mir den Ort nicht vorstellen. Ging dir das auch so? Und sie hatte das genauso gesagt, sie konnte sich das nicht vorstellen. Und wenn das mal einmal ist, ich dachte erst, okay, vielleicht war ich unkonzentriert oder vielleicht liegt es einfach an mir, dass ich irgendwie mir den Ort nicht vorstellen konnte. Aber es ging immer so weiter, dass ich mir die Orte, die sie beschrieben hat, nicht gut vorstellen konnte und auch die Zusammenhänge, die nachher wichtig wurden, nicht gut erklärt wurden, weil man einfach zu viel Informationen bekommen hat. Die Liebesgeschichte wiederum zwischen Ophelia und Zorn, die hat mir ja sehr gut gefallen. Das war keine schmalzige Liebesgeschichte. Die war sehr leise und sehr still. Und die beiden Figuren, das muss man der Autorin lassen, sind eben nicht Stereotyp, sondern Ophelia ist klein, dick, hat eine Lockenmähne, hat eine Brille, ist so ein bisschen nerdig und introvertiert. Also an sich ein sehr, sehr guter Ansatz. Und er ist riesig, sehr dürr. Und eher so der nordische Typ, hat viele Kanten und Narben im Gesicht und also eigentlich ein Pärchen, was gar nicht so gut zusammenpasst, aber wie sie nachher zu einem Team zusammengeschweißt sind, fand ich eigentlich ziemlich toll und ich mochte die Szenen, wo beide drin vorkamen, wirklich sehr gerne und das von jemandem, der sonst Romantasy gar nicht liest. Also ich fand aber, es war einfach überhaupt nicht typisch Romantasy, dieser mysteriöse, dunkle Typ, der zu gefährlich ist für das Mädchen, aber natürlich einen sehr tollen Kern hat. So war das hier einfach überhaupt nicht. Und das finde ich gut. Wie gesagt, es gab viele tolle Ideen, aber das Ende und Band 4 fand ich dann wieder sehr schwach, weil es hat sich wieder nicht geändert. Wir haben uns wieder an dem gleichen Ort befunden. Wir wurden wieder Zeuge davon, wie Ophelia unterdrückt wurde. Und ja, die Auflösung war sehr komplex, sehr verquer und einfach drüber. Ich glaube, die Autorin hätte das Ganze anders fokussieren müssen, die Themen einfach verteilen müssen. Wie gesagt, Band 2 fand ich völlig überflüssig. Da hätte man schon Informationen aus Band 3 und 4 vielleicht reinfließen lassen können. Oder wir hätten uns am ersten Band auf Anima befunden, im zweiten Band auf dem Pol, im dritten in Babel, im vierten dann vielleicht noch eine vierte Arche, damit das so ein bisschen verteilt wird. Also ich fand wie das aufgebaut war, wie das strukturiert war und wie das fokussiert war, das hat mir nicht gut gefallen. Und deswegen habe ich leider sehr viel zu motzen, obwohl ich diese Reihe so sehr lieben wollte. Und ich sie trotzdem, ich würde sie trotzdem empfehlen, weil sie einfach sehr besonders ist. Ich weiß aber nicht, ob diese Reihe tatsächlich bei mir bleiben wird. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun möchte, mir das nochmal durchzulesen. Vielleicht ist es beim zweiten Mal nicht so schlimm, weil man weiß, was auf einen zukommt, aber im Moment habe ich wirklich keine Lust, das nochmal zu lesen. Also vielleicht wird es ausziehen, obwohl ich die zusammen, wie sie im Regal aussehen, wirklich toll finde. Ja, wir hatten auch kurz überlegt, ob wir einen eigenen Hangout darüber machen, aber irgendwie, wir haben uns schon so in unseren Sprachnachrichten darüber ausgelassen und uns darüber ausgekotzt, könnte man sagen, und wie schade und wie enttäuscht wir sind und dann gab es immer wieder so kleine Lichtblicke und wir haben gehofft, jetzt geht ihre Queste los, jetzt geht sie auf Abenteuer. Aber immer wieder wurden wir zurückgeschmettert und ja, sehr, sehr schade. Aber jetzt will ich damit abschließen. Deswegen bin ich umso froher, dass der vierte Band jetzt das Finale war, obwohl ich finde, dass die Autorin sich so ein kleines Hintertürchen offen gelassen hat, dass es so klingt, als könnte es weitergehen in der Reihe. Ich wüsste nicht, ob ich weiterlesen wollen würde. Eigentlich wollte ich das jetzt abgeschlossen haben. Deswegen ärgert mich auch das wiederum, dass sie das so ein kleines bisschen noch offen gelassen hat und nicht richtig abgeschlossen hat. Naja, wollen wir jetzt aber hier in diesem Video mal damit abschließen und gehen wir jetzt in den Dezember. Und zwar zu den Weihnachtsbüchern. Davon habe ich ja ein paar gelesen. Und zwar habe ich euch auch schon hiervon ein bisschen berichtet in den Neuzugängen oder, nee, gar nicht, in meinen Want-to-Read für Dezember, meine Weihnachts- und Winterbücher, habe ich euch ein Weihnachtsgeschenk für Walter vorgestellt. Und ich glaube, in dem Moment hatte ich es schon gelesen und deswegen hatte ich da schon ein bisschen rezensiert. Hier geht es um
Die Leseratte Walter, er ist auch wirklich eine Leseratte, denn seit seiner Geburt kann er lesen. Seine andere, ja, die anderen Ratten können das alle nicht. Seine Familie, seine restliche Familie kann das nicht. Er ist etwas Besonderes. Das hat er ziemlich schnell gemerkt. Und er ist doch relativ kultiviert und er mag auch nicht den Ruf, die die Ratten haben, dass alle immer so sich ekeln vor Ratten und dass sie Krankheiten übertragen. Dabei ist er doch so kultiviert und ja, er ist mittlerweile eine sehr betagte Ratte, ist auch schon oft umgezogen und mittlerweile wohnt er in einem Haus bei einer älteren Dame, die Schriftstellerin ist. Und das ist natürlich perfekt für ihn, denn so kann er sich nachts immer wieder Bücher ausleihen und in ihnen lesen. Und er weiß, dass die Dame Schriftstellerin ist und findet dann eines Tages auch ihre Bücher, die sie schreibt. Das sind Kinderbücher. Allerdings muss er mit Schrecken feststellen, dass die Protagonisten dort Mäuse sind. Und das kann er ja nun wirklich gar nicht hinnehmen. Und er hatte eh schon überlegt, irgendwie mit der Schriftstellerin in Kontakt zu kommen, die ebenfalls schon im betagten Alter ist. Und weil er halt gemerkt hat, dass sie sehr einsam ist und dass er auch einsam ist. Und diese Bücher, die eben von Mäusen handeln, die sind dann der Tropfen, das Fass zum Überlaufen bringt, dass er ihr eine Nachricht schreibt auf ihren Schreibtisch und sich vorstellt, hallo, ich bin Walter, ich lebe hier. Und ja, und dann entspinnt sich daraus erstmal so eine Brieffreundschaft und sie sehen sich erstmal nicht, sondern sie schreiben sich immer tags und nachts, legen sich einfach Botschaften hin und dann rückt Weihnachten immer näher und ja, sie überlegen sich gegenseitig Geschenke zu machen und wie diese Freundschaft entsteht und was das Geschenk für Walter ist, das müsst ihr denn hier lesen. Es ist wirklich eine zauberhafte Geschichte, ein kleines Märchen für groß und klein. Ich glaube allerdings, dass es eher etwas für Erwachsene ist, weil auch diese Anspielungen auf die verschiedenen Klassiker hier drin, vielleicht die, ja, die kleinere Zielgruppe vielleicht nicht so sehr verstehen würde. Allerdings, vielleicht kann man die ja auch überspringen und das dann vorlesen. Es ist nichts Groß-Hochtrabendes, nichts Actionreiches, nichts Albernes, sondern es ist wirklich eine sehr süße kleine Geschichte über eine Freundschaft zwischen einer Leseratte und einer einsamen Schriftstellerin. Des Weiteren habe ich Der Tannenbaum des Todes von Markus Heitz gelesen, beziehungsweise ich habe angefangen und bin jetzt ungefähr auf ein Drittel. Da sind verschiedenste wirklich kurze, schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten enthalten. Und ich habe ja relativ spät erst damit begonnen, weil im Dezember habe ich noch Leserunden gehabt, unter anderem die Spiegelreisen, da habe ich auch noch mit in Dezember reingenommen. Deswegen hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ich habe mir jetzt überlegt, damit aufzuhören und erst dann im zu nächsten Weihnachten denn die nächsten Weihnachtsgeschichten zu lesen. Ich hätte natürlich jetzt auch noch weiterlesen können, aber ich dachte, dann habe ich jetzt schon was, kann ich das vielleicht wieder so ein bisschen als Adventskalender nutzen, wie ich das eigentlich schon dieses Jahr vorhatte. Das hat halt nicht ganz so gut geklappt. Ich muss sagen, dass mir einige gut gefallen haben, andere fand ich eher so zum Schultern zucken. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen mehr fantastische Aspekte hat. Also es geht eher so viel in diese Krimi-Richtung, sehr humorvoll natürlich und wirklich sehr, sehr kurz. Also es sind manchmal nur 3 bis 5 Seiten, manchmal gibt es sogar Gedichte. Allerdings fand ich die nicht so, weil da das Reimschema überhaupt nicht eingehalten wurde und so ein bisschen die Reime übers Knie gebrochen wurden. Also Hauptsache, es reimt sich irgendwie. Und das Versmaß, nur, ja, da hat es mich irgendwie geschüttelt. Ich weiß nicht, irgendwie war das zu gewollt. Aber manche Geschichten fand ich echt cool. Ich glaube, meine liebste Geschichte ist relativ am Anfang. Und hinten auf dem Klappentext wird diese Geschichte auch erwähnt. Es ist nämlich ein Mädchen, die im Schrank sieht, dass sie nicht das Geschenk bekommt, was sie sich eigentlich gewünscht hat. Und deswegen will sie sich beim Nikolaus bzw. beim Weihnachtsmann beschweren. Im Kaufhaus, da sitzen die Nikoläuse, aber sie sieht, dass das sind Betrüger. Und sie glaubt zwar immer noch an den Weihnachtsmann, aber sie glaubt halt, dass die sich als den Weihnachtsmann oder Nikolaus ausgeben. Und sie möchte halt die Betrüger jetzt aufdecken und verfolgt diese und schubst die teilweise die Treppe runter. Also es ist wirklich schön schwarzhumorig und
witzig halt, dass sie halt trotzdem immer noch glaubt, dass der Nico, dass es den Nikolaus gibt, aber diese ja, das ein bisschen anders interpretiert, dass die sich halt für ihn ausgeben und Betrüger sind und sie muss die Betrüger jetzt bestrafen. Das fand ich ganz lustig, aber sonst, ich habe natürlich einen Großteil auch noch nicht gelesen, bin gespannt, was da noch kommt, aber ich denke mal, das werde ich mir jetzt einfach aufbewahren für nächstes Jahr. Der Schreibstil ist ganz einfach gehalten, also kann man ganz einfach weglesen, wie gesagt, auch ein bisschen humorvoll, aber kein hochtrabender, interessanter Schreibstil steckt dahinter. Ja, und das letzte Weihnachtsbuch, was ich noch gelesen habe, ist Das Winterkarussell von Anna Liebig. Auch das habe ich ja euch auch schon vorgestellt in meinen Want-to-Read für Weihnachten. Und das war ein wirklich schönes Wohlfühlbuch. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da sehr gerne drin gelesen. Und die Themen, die mich hier angesprochen haben, die wurden auch wirklich toll umgesetzt. Es geht hier zum einen um Antonia, die ihre Mutter bei einem Unfall verliert. Sie ist ein Teenie, eine Jugendliche und hat sonst niemanden mehr, wird dann erstmal in so ein Jugendzentrum gesteckt, wo sie überhaupt nicht zurechtkommt. Ihre Freunde, die ja fangen langsam an, sich von ihr abzuwenden, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Trauer umgehen sollen. Und dann wird irgendwann festgestellt, dass sie noch einen Großvater hat, den sie aber nie kennengelernt hat. Und ja, dann wird überlegt, ob sie nicht zu ihm ziehen kann. Sie überlegt sich natürlich, ob sie wirklich bei so einem alten Mann mitten in so einem Dorf am Arsch der Heide leben möchte. Jemanden ganz Fremden, der auch noch sehr, sehr grantig und grummelig zu sein scheint. Aber sie hat sonst niemanden und deswegen, weil sie sich auch sonst in ihrer jetzigen Heimat überhaupt nicht wohlfühlt, denkt sie, vielleicht ist das ein ganz guter Neuanfang und sie versucht es. Sie kommen nicht ganz so gut klar, aber als sie dann in dem Schuppen ein altes Karussell entdeckt, dann ist sie natürlich interessiert, was es damit auf sich hat. Und ihr Großvater erzählt ihr, dass er damals auf den verschiedenen Weihnachts- und Jahrmärkten aufgewachsen ist, dass er mit seiner Familie, mit seinem Vater und seinem Bruder immer von Jahrmarkt zu Jahrmarkt gereist ist und eben dieses Winterkarussell betrieben haben und dass er gar keinen festen Wohnsitz hatte. Und wir erfahren halt von seiner Zeit auf den Weihnachtsmarkt in Frankfurt 1938, erfahren wir auch in diesem Buch etwas, denn dort hat er seine große Liebe kennengelernt. Und davon erfahren wir immer abwechselnd. Einmal befinden wir uns in der jetzigen Zeit und hören etwas jetzt von Antonia und ihrem Großvater. Und dann befinden wir uns halt wieder 1938, wo Otto, der Großvater, mittlerweile halt auch schon ein junger Mann ist und dort halt immer noch das Winterkarussell betreibt und dort eben einer jungen Dame über den Weg läuft, die halt aus der gehobenen Gesellschaft kommt. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Alle sagen ihm auch, das ist nichts für dich, bleib lieber bei deinen Leisten. Aber natürlich, ja, wo die Liebe hinfällt und die beiden verlieben sich. Es gibt natürlich immer noch so kleine Problemchen. Und in der Realität kommt es vor, dass in Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt das Karussell, was dort angestellt ist, kaputt geht. Und in den alten Akten finden sie halt die Kontaktdaten vom Großvater von Antonia und sie fragen, ob er noch sein Karussell hat und ob er nicht aushelfen würde. Und dann gehen sie halt gemeinsam zu diesem Weihnachtsmarkt und Otto kommt wieder so ein bisschen ins Leben und geht natürlich total auf. Andererseits ist er total wehmütig, weil er eben an sein Leben zurückdenkt. Ja, diese beiden Stränge haben wir. Es ist nichts Großartiges, Dramatisches. Also es bleibt alles sehr an der Oberfläche und plätschert so ein bisschen dahin. Das macht natürlich aber auch den Wohlfühlfaktor aus. Also wir befinden uns auf diesem Weihnachtsmarkt und dieser Weihnachtsmarkt in verschiedenen Ständen, die halt immer gleich sind und auch die Besitzer, die sind halt mittlerweile so eine kleine Familie, so eine Gemeinschaft, die sich einfach beistehen und zusammenstehen und sich kennen und sich mögen, mehr oder weniger, wie das eben in so einer Familie so ist.
Und natürlich sind noch einige Familien übrig geblieben aus 1938 und wir erfahren dann, was so ein bisschen passiert ist damals. Ich hätte noch ein bisschen mehr Drama gerne gehabt, dass so ein paar dramatische Punkte, noch mehr Spannungspunkte hier drin gewesen wären. Ich hätte es auch, glaube ich, gerne gehabt. Auf dem Klappentext steht, dass Antonia und ihr Großvater sich erst überhaupt nicht leiden können, beziehungsweise es schwer haben, zueinander zu finden und dass es irgendwann besser wird, als sie denn das Karussell sehen. Aber ich fand diese Entwicklung nicht klar genug dargestellt. Ich fand zu Anfang, das war schon eigentlich relativ harmonisch. Also die waren natürlich vorsichtig und der Großvater war grantig, aber er war nicht böse zu ihr und sie war auch keine aufmüpfige Teenagerin. Also ich glaube, ich hätte da die Entwicklung gerne noch ein bisschen mehr gehabt. So war es halt relativ gerade und dann ging es nachher ein bisschen mehr nach oben, wie sie sich denn zusammen entwickelt haben. Und ja, aber dennoch war es ein sehr schönes Wohlfühlbuch und ich liebe ja diesen Schauplatz von Weihnachtsmärkten und Jahrmärkten und das Karussell, wie das beschrieben wurde, das war so toll. Ich habe mir nach der Lektüre dann erstmal mehrere Videos und Bilder angeguckt von historischen, nostalgischen Karussellen mit diesem Holz und nicht diese Plastik und grellen Farben, sondern wo das alles noch so ein bisschen gedeckter war und viel wertiger aussah. Und da habe ich mich dann erstmal ein bisschen mit befasst. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man da irgendwie etwas entdeckt, wo man nach dem Lesen darüber hinaus sich noch weiter damit beschäftigt. Die Enden der beiden Stränge fand ich leider alles ein bisschen zu übereilt. Also ich finde, das ging, da hätte sich die Autorin gerne noch ein bisschen Zeit nehmen können, dass gerade weil das so ein Wohlfühlbuch ist, hätte sie das gerne noch ein bisschen in die Länge ziehen können und sich Zeit nehmen können, alle Stränge zusammenzuführen und da schönes Happy End draus machen zu können, weil das, ich finde, das ist einfach so dieses Genre dafür, da ein schönes Happy End zu machen. Es gab ein Happy End, aber wie gesagt, das war mir alles ein bisschen zu übereilt dafür, dass das ganze Buch über eigentlich sehr langsam erzählt war. Ja, aber insgesamt wirklich ein tolles weihnachtliches Wohlfühlbuch, was natürlich genau ja, meine Thematik angesprochen hat mit dem Karussell und ja, was auf jeden Fall bei mir bleiben darf. Schwenken wir über zu einem Thriller und zwar haben wir mit unserem All-You-Can-Read-Buchclub dieses Büchlein im Dezember gelesen: Raum der Angst von Mark Meller, ein Escape-Room-Thriller. Ja, Escape-Room ist ja ein totaler Trend, auch schon letztes Jahr gewesen, wo man sich einsperrt in einen Raum und durch Rätsel diesen Raum wieder verlassen kann. Und dazu sind Filme erschienen, dazu gibt es Gesellschaftsspiele, Puzzlespiele, aber auch jetzt auch immer wieder öfter Romane und Thriller. Und das hatte mich sehr angesprochen, weil ich das selbst sehr, sehr gerne mache, solche Spiele. Ob man sich selbst halt in so ein Escape Room einsperren lässt, das müsste ich eigentlich noch für öfter machen, ist nur leider nicht ganz so günstig und im Moment geht das eh nicht. Und die Gesellschaftsspiele dazu, die Exit Games, die kann ich auch nur sehr empfehlen. Die bringen auch wirklich Spaß. Gerade jetzt so zu Silvester oder wo man ein bisschen mehr Zeit hat miteinander, da kann man sowas sehr gut spielen. Ja, und hier haben wir halt so eine ähnliche Thematik. Es geht um ein Experiment, was von einem Arzt, Psychologen und Professor durchgeführt wird. Allerdings kommen die Teilnehmer gar nicht dort an, wo sie ankommen sollen, und es stellt sich heraus, dass sie gekidnappt wurden. Und wir begleiten nun zum einen die Ermittler, die die Teilnehmer suchen, wo die abgeblieben sind, und natürlich den Täter des Ganzen, das alles untersuchen. Und wir begleiten die Teilnehmer, die gekidnappt wurden, zu einem anderen Ort gefahren worden sind und dort ein Spiel für sie vorbereitet wurde. Die Teilnehmer denken zunächst, das ist das Experiment. Ihnen werden die Augen verbunden, sie werden in einen Raum geführt und dort gibt es halt verschiedene Rätsel, die sie lösen müssen, um herauszukommen. Ja, so weit, so gut. Sie treffen allerdings irgendwann auf eine weitere Person und zwar ist das Hannah. Und Hannah oder Hannah, es ist ja ein deutscher Roman, Hannah wurde tatsächlich entführt und sie weiß auch, dass sie entführt wurde. Und die trifft auf diese Teilnehmer und muss ihnen erstmal klar machen, dass es hier nicht einfach nur ein Experiment ist, sondern dass sie in Gefahr schweben und dass sie tatsächlich gekidnappt wurde. Und die denken natürlich erstmal, das gehört zum Spiel und glauben ihr überhaupt nicht. Die kennen sich untereinander auch nicht und sind die verschiedensten Persönlichkeiten. Und wir gehen dann
Wir begleiten sie von Raum zu Raum, wo es immer wieder gefährlichere, ja, Rätsel zu lösen gibt, wo sie wirklich in Todesgefahr geraten, und jeder Raum hat so ein bestimmtes Thema. Ja, und nach erfahren wir halt alles um den Professor herum, der schon so ein bisschen seltsam erscheint, und die Ermittler finden natürlich mehr und mehr raus, und so springen wir immer hin und her. Die Idee fand ich ziemlich cool, und ich mochte auch die verschiedenen Escape Rooms, weil wir wirklich auch so ein bisschen miträtseln konnten und überlegen konnten, was der Raum jetzt für einen Sinn hat und wo, ja, wo jetzt der Ausgang sein könnte. Und ja, nach und nach sterben aber leider auch Leute, und es sind irgendwie scheinbar immer nur die, die dieses Rätsel lösen. Was dahinter steckt, tja, das müsst ihr selbst lesen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Buch sagen soll, weil das so ein ambivalentes Gefühl bei mir hinterlassen hat. Die Charaktere, die hier dargestellt werden, die Teilnehmer sind sowas von Klischee behaftet und so platt und Stereotyp gezeichnet, dass ich von Anfang an der Meinung war, das ist so gewollt. Da hat sich der Autor dabei was gedacht. Das ist bestimmt so extra so. Die wurden so ausgesucht, und das hat den und den Grund. Nee. Also ich hatte es hier so oft, dass ich irgendwelche Zusammenhänge gesehen habe und Interpretationen eingebunden habe und Theorien aufgebaut habe, wie das, warum das so und so platt dargestellt wurde, aber es hat sich immer wieder zerschlagen. Also man sollte an dieses Buch nicht mit hohen Erwartungen rangehen. Der Schreibstil ist sehr einfach, es ist toll und spannend geschrieben, also man liest das weg wie Butter, aber es ist unlogisch, es ist platt, es ist billig geschrieben, und die Charaktere sind also zum Haareraufen Klischee behaftet und nicht sehr glaubhaft und authentisch dargestellt. Wirklich so extrem, dass ich eben dachte, da steckt irgendwas hinter. Und ich war bis zum Schluss irgendwie noch, hatte ich noch die Hoffnung, dass der Autor sich dabei irgendwas gedacht hat. Also ich würde gerne wissen, was der Autor dazu sagt, weil wenn er das auch so geschrieben hat wie ein trashigen Horrorfilm, damit haben wir es dann immer wieder verglichen, dass es schon irgendwie unterhaltsam ist und dass man das vielleicht auf dieser Ebene besser genießen kann, wenn man da nicht zu hohe Erwartungen hat, sondern sich einfach nur irgendwie berieseln lassen möchte, und diese Plattheit, dass es fast schon amüsant ist. Also wenn der Autor das so gewollt hat, dann ist es okay. So ein bisschen wie Richard Layman. Ich meine, den kann man auch nicht richtig ernst nehmen. Also wenn man das ernst nimmt, dann kann man die Bücher auch nicht lesen. Es geht allerdings nicht ganz so in diese krasse Richtung, aber es ist halt genauso niveaulos. Aber wenn der Autor das wirklich so ernst gemeint hat und glaubt, damit einen sehr tollen Thriller kombiniert zu haben mit einer interessanten Wendung, ja, dann kann ich ihn leider nicht so richtig ernst nehmen. Es kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass wir schon viel gelesen haben, und ja, wenn man vielleicht nicht so viel liest und einfach nur was ein bisschen zur Unterhaltung braucht, was spannend ist, dann ist das natürlich das Richtige. Und trashige Horrorfilme und trashige Bücher haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Und ich denke mal, dass es für jeden auch etwas dafür einen Abnehmer gibt. Und ja, dieses Thema Escape Room ist natürlich ein totaler Trend, und das verkauft sich natürlich auch gut. Und wie gesagt, die Idee dahinter fand ich auch gut. Aber ich muss sagen, dass ich ohne eingebildet klingen zu wollen, dass meine Theorien, die ich hatte, teilweise, dass ich die besser fand als nachher die Auflösung, weil es einfach keinen tollen, besonderen Twist gab und einiges sogar, obwohl das so einfach geschrieben war, nicht aufgeklärt wurde, wo man so ein bisschen da stand, dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Ja, aber es war trotzdem sehr amüsant, weil wir uns darüber ausgetauscht haben und weil wir uns alle oder viele einfach darüber amüsiert haben, wie platt das geschrieben ist, und alle geschrieben oder meistens gesagt haben, dass wir uns trotzdem unterhalten fühlen und das Ganze spannend finden. Ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr dieses Buch auch gelesen habt und was, wie ihr das so empfunden habt. Aber ja, also so richtig ernst nehmen kann ich das nicht, aber ich fühle mich unterhalten, aber das Buch wird auf jeden Fall wieder ausziehen. Also da gibt es schon auf jeden Fall ja, gewieftere Psychothriller, die man lesen kann, die auch intelligent sind. Dabei hatte es wirklich Potenzial, denn alleine das mit dem Experiment und mit den verschiedenen psychologischen
Experimenten, die es schon mal gegeben hat und mit den verschiedensten Figuren. Da hätte man echt draus was machen können, auch was Intelligentes. Und ich finde es immer gut, wenn irgendwas mit psychologischen Themen, die auch so unsere düstere Natur darstellen, verbunden werden. Aber das war leider alles ein bisschen unlogisch und an den Haaren herbeigezogen und deswegen konnte man das nicht ernst nehmen. Als nächstes habe ich auch die wahre Geschichte vom traurigen Clown Frederico gelesen, geschrieben und illustriert von A. Soja und O. Batorina. Das war ja eine Empfehlung von einer lieben Zuschauerin, die ganz genau weiß, dass ich sehr gerne Zirkusgeschichten mag, denn auch immer sehr gerne besondere Geschichten lesen möchte. Und hier habe ich auf jeden Fall eine skurrile Geschichte gewittert, die ein bisschen düster ist. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die Liebesgeschichte nicht zu sehr kitschig wird. Das war es Gott sei Dank nicht. Allerdings muss ich leider sagen, dass mich die Geschichte dennoch nicht begeistern konnte, denn das Ganze war zu überdreht. Ich habe hier was Skurriles erwartet, aber das war gewollt verrückt und das ging leider zu Lasten einer runden und schönen Story. Außerdem bin ich hier keiner Figur nahe gekommen, höchstens vielleicht noch Frederico, weil er mir leid getan hat, aber so richtig Charaktertiefe wurde hier gar nicht dargestellt. Und auch seine Freundin, die ging mir leider auch nicht nahe, die ging mir eher auf die Nerven und ja, das war sehr, sehr schade. Hier geht es eben um Frederico, der in einem Wanderzirkus aufwächst, in einer Freakshow könnte man sagen, und da gibt es Riesen und Zwerge. Allerdings ist das alles sehr düster aufgemacht, gar nicht auf Freude und Spaß, sondern eher auf Schadenfreude und Grausamkeiten, die aber trotzdem das Publikum begeistert. Er ist der Clown, der über den immer alle lachen, weil er ihm alles Mögliche, ja, an Unglück geschieht, was seine Eltern auch noch begünstigen. Die sind sozusagen die Betreiber des Zirkus und die sind besonders groß und sind zwei Riesen und sogar Menschenfresser und ja, also es ist alles ein bisschen skurril, ja. Und ich habe hier auf sowohl skurril liebevolle Charaktere gehofft, die aber hier überhaupt nicht ausgemalt worden sind. Es ging immer weiter und immer verrückter weiter. Ja, er trifft irgendwann auf das Mädchen, die ihn sozusagen daraus retten will und sie wollen beide ja, miteinander leben und miteinander abhauen, aber dann kommt noch ein Rumpelstilzchen, das sie auf dem Friedhof aufwecken. Also es ist ja, was Skurriles erhält man hier und es ist auch düster, aber ich habe die Geschichte von vorne bis hinten überhaupt nicht gefühlt und auch nicht mitgelitten. Die Illustrationen, es war immer so ein Hin und Her. Manchmal fand ich es toll, also ich finde diese Illustration wirklich sehr, sehr schön, aber manche wirkten auch einfach nur so hingekritzelt. Und haben mir wir dann wieder nicht so gut gefallen. Aber solches zum Beispiel fand ich dann wieder toll. Es spielt ja auch in Lüneburg und das finde ich dann wieder cool, dass man so ein bisschen was Regionales dabei hatte. Ja, aber leider, ich glaube, hauptsächlich wegen der fehlenden Charaktertiefe und dieser Überdrehtheit und dieser gewollten Komik da drin. Nee, hat mir das leider nicht zugesagt. Obwohl das natürlich was Besonderes ist, wird dieses Buch leider auch ausziehen dürfen. So, und gestern gerade erst beendet und sehr passenderweise jetzt kurz vor Silvester gelesen, ist Neuschnee von Lucy Foley. Das ist ein Thriller und ein Rezensionsexemplar vom Penguin Verlag. Genau, vom Bloggerportal habe ich das angefragt. Und ich hatte so ein bisschen gewartet, bis es Winter ist, weil ich das dann auch eher im Winter lesen wollte. Und da es hier so in Richtung auch an Silvester und Neujahr spielt, passte das jetzt sehr gut, das zu lesen. Und ich habe es auch relativ schnell durchgelesen, obwohl das ein relativ dicker Thriller ist. Ich guck mal eben. Naja, gut, geht. 420 Seiten ist nicht dick. Ja, also hier dreht es sich um einen alten Freundeskreis, die sich schon seit dem Studium kennen und mittlerweile sind die in den 30ern und immer wieder zu Silvester treffen sie sich und organisieren irgendeinen Ort, eine Location, wo sie dann zusammen richtig abfeiern. Und da gibt es die verschiedensten Charaktere und jeder hat natürlich irgendwie seine Leichen im Keller und seine Geheimnisse von früher. Und mittlerweile haben sie sich auch so ein bisschen auseinandergelebt. Es sind manche dazugekommen, sind einige abgesprungen, einige können sich mehr leiden, andere weniger. Also so die typischen, ja, die typischen Beziehungen eben in so einer Freundesgruppe.
Und dieses Jahr wollen sie eben in einer verschneiten, einsamen Lodge in den Highlands Silvester feiern. Das ist ganz abgelegen. Da gibt es wirklich nur so zwei, drei Mitarbeiter, die sie dort begrüßen. Ansonsten sind sie dort die einzigen Gäste, die dort bewirtet werden und sind da ziemlich auf sich gestellt. Wir begleiten diese Gruppe also, wie sie ihre Zusammenkunft feiern. Es geht feuchtfröhlich weiter. Sie schwelgen in alten Geschichten und ja, es kommen alte Geschichten hoch, die manchen nicht so gut gefallen. Natürlich gibt es dann schon erste Streitereien, aber das alles wirkt noch ja sehr authentisch eben. Und es wird aus den verschiedensten Sichten berichtet von mehreren aus der Freundesgruppe. Und somit lernen wir eben auch ihre kleine Geschichte kennen und wie sie sich kennengelernt haben, wer mit wem und wer wen gut findet und was so ihre Eigenarten sind. Gleichzeitig gibt es aber auch noch einen anderen Strang, der einige Tage später spielt, und zwar am 2.1., schon nach Silvester, nach Neujahr. Dort wird nämlich eine Leiche gefunden, und diese Leiche stammt aus dieser Freundesgruppe. Wir erfahren dann irgendwann das Geschlecht, allerdings noch nicht gleich, und wir wissen auch nicht, wer das ist und wir wissen auch nicht, wer der Täter ist. Denn eins steht fest, es ist kein natürlicher Tod. Und es müsste irgendeiner von diesen Leuten sein, denn eigentlich gibt es darum ringsherum niemanden, der ja, irgendwie einen Mord begehen könnte. Deswegen besteht natürlich die Gefahr, dass dort ein Mörder frei herumläuft. Dadurch, dass es sehr, sehr verschneit ist und gerade ein Schneesturm herrscht, kann die Polizei auch nicht vor Ort sein. Sie wird zwar verständigt und sie wollen auch so schnell wie möglich kommen, allerdings geht das in diesem Moment nicht. Ja, und so springen wir immer in diesen Zeitebenen hin und her, wie wir mehr von den Figuren erfahren, einmal vom Freundeskreis, aber auch eben von den Mitarbeitern, die dort arbeiten, die die Leichen gefunden haben und ja, die Polizei benachrichtigen und jetzt planen, wie es jetzt weitergehen soll, was sie machen sollen, weil sie ja nun mal die Verantwortung haben, bis die Polizei kommt. Ja, und jeder hat eben so sein Traumata irgendwie auch, einige größere, andere normale, und jeder hat irgendwie ein Motiv zu töten. Das Interessante hier ist, dass wir eben nicht mitkriegen, wie die Figuren hinterher agieren, denn wir kriegen eigentlich nur die Tage vor Silvester, vor Neujahr mit und befinden uns in den Köpfen der Freundesgruppe, der verschiedenen Figuren. Denn einige Tage später befinden wir uns immer nur in den Köpfen der Mitarbeiter. Und deswegen wissen wir auch lange Zeit nicht, wer eben das Opfer und wer der Täter ist. Das ist einerseits sehr spannend, weil so überlegt man jetzt schon im Vorhinein, wer könnte ein Motiv haben. Ah, deswegen könnte aus Eifersucht oder ja, aus Wut darauf, weil er damals diese Geschichte wieder aufgebracht hat. Also jeder hat irgendwie ja ein Motiv zu töten. Natürlich auch die Mitarbeiter, die auch einen Grund haben, warum sie da am Arsch der Welt arbeiten. Und das ist schon interessant. Allerdings ist mir das zu spät eskaliert. Ich hätte gedacht, dass irgendwann in der Mitte dann die Leiche gefunden wird und dann so ein bisschen ja, das Ganze losgeht, dass irgendjemand den anderen beschuldigt und verdächtigt, und dann geraten sie vielleicht noch in den Schneesturm draußen und sind im Wald, und das alles plätschert so ein bisschen dahin, obwohl es doch spannend geschrieben ist. Also ich habe es wirklich weggesuchtet. Was ich halt gut fand, war, dass die Charaktere sehr gut ausgearbeitet worden sind, die wir hier kennenlernen. Wirklich mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen und Nöten und auch mit ihren Schwächen. Also es gab hier schon sympathische Figuren, aber sie hatten alle ihre Ecken und Kanten. Also es war keiner dabei, dem man total vertraut hat und den man super sympathisch fand. Waren irgendwie alle dabei, die irgendwas, ein Geheimnis versteckt haben und man deswegen so ein bisschen skeptisch war. Ja. Also einerseits interessant aufgebaut, obwohl das ja so ein sehr klassisches Szenario ist, wo irgendwo eine Gruppe in einen bestimmten Platz eingesperrt ist, dann passiert ein Mord und irgendeiner von denen ist es. Also diese Whodunit-Geschichten ohne Ermittler, Gott sei Dank, das mag ich ja jetzt nicht ganz so gerne lesen, muss ich sagen, dass das trotzdem was Besonderes hatte, dadurch, dass eben die Leiche und dass man die Gruppe
und ihre Reaktion nicht mitgekriegt hat, sondern erst ganz am Schluss wusste, was eigentlich passiert ist. Und ja, aber gleichzeitig war es irgendwie schade, dass es erst so spät eskaliert ist und erst so spät so richtig zum Höhepunkt gekommen ist und zu so dramatischen Eckpunkten. Aber nur so konnte es natürlich klappen, dass man so miträtseln konnte im Vorhinein. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum gerade die Personen hier ausgewählt worden sind, in deren Köpfen wir uns befunden haben, weil wir haben uns nicht in allen Personen befunden. Also es wurde nicht von allen Personen berichtet, die wir hier kennengelernt haben von den Freundeskreis, sondern wir haben uns nur in drei Köpfen von drei Frauen befunden aus dem Freundeskreis und in den Köpfen der Angestellten, die dort waren, zwei der Angestellten. Ich glaube, ich hätte lieber noch mehr Sichten gehabt, auch von den anderen. So hat sie natürlich so ein paar verdächtige Momente, weil man einfach nicht alles wusste, vielleicht aufrechterhalten, aber ja, doch, ich hätte einige Sichten hätte ich gerne noch gehabt. Das fand ich fast schon ein bisschen schade. Und so hat sie uns als Leser es vielleicht auch ein bisschen zu einfach gemacht, das Ganze aufzulösen. Ich weiß nicht, ob das zu einfach war. Ich wusste es ja auch noch nicht von vornherein, aber es wurde nachher immer klarer. Naja, also das hätte ich, glaube ich, noch gerne gewusst, warum gerade die und warum nicht die anderen. Und das hätte sie gut durchführen können. Natürlich hätte es sein können, dass dadurch sie nicht mehr ganz so tief die Charaktere ausschürfen hätte können, dass das schwierig geworden wäre. Aber ich hätte der Autorin das schon zugetraut, dass sie das hinkriegt, weil einige Figuren sind sehr blass geblieben am Rand, die überhaupt gar nicht so richtig im Spiel waren. Und wenn die jetzt tatsächlich der Täter gewesen wären, dann wäre das für mich auch einfach aus dem Nichts gekommen, weil man von denen auch gar nicht so richtig was erfahren hat. Dann hätte ich es schade gefunden. Und so, ja, konnte man es halt leichter erraten. Ja, habe ich mich jetzt um Kopf und Kragen geredet? Ich weiß es nicht. Also insgesamt wirklich ein richtig atmosphärischer Thriller mit tollem, eisigen und verschneiten Setting und wirklich tollen Charakterstudien und Charaktertiefen, die sehr authentisch dargestellt worden sind und wirklich auch authentische Schwächen und Stärken der Figuren und ihre Traumata dargestellt worden sind, die man wirklich mitfühlen konnte. Und ganz kurz noch zum Schluss möchte ich euch das Buch zeigen, was ich jetzt begonnen habe und jetzt ungefähr zur Hälfte durch habe. Und zwar ist das Die Eisfestung von Jonathan Stroud. Das ist tatsächlich ein Buch, was ich schon mal gelesen habe. Und da hatte mich eine liebe Zuschauerin, die liebe Claudia, gefragt, ob ich das nicht nochmal mit ihr zusammen lesen möchte. Denn sie wollte das eh nochmal lesen. Es würde doch jetzt ganz gut passen, jetzt im Winter. Und dann habe ich gesehen, dass die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff das auch gerade als Neuzugang hatte. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und jetzt lesen wir das zu dritt. Es handelt von, ja, einer Kindergruppe, die in eine Burgruine einbricht und dort so ihre Abenteuer erlebt und ihre Fantastereien auslebt und dort auch übernachten möchten und sich nach und nach so ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ich hatte schon viele Details vergessen und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Sache, das nochmal zu rereaden. Ich hätte da jetzt wahrscheinlich gar nicht zugegriffen, hätte Claudia mich nicht angesprochen, aber es ist auf jeden Fall toll, das Ganze wieder aufzufrischen. Ich wusste, dass das sehr ungewöhnlich war und dass viele auch Kritik daran üben, weil es eben nicht so ist wie seine anderen Bücher. Da darf man eben nicht mit fantastischem und großartig epischen Thrillern rechnen, sondern es ist einfach eine etwas einfache Geschichte. Aber wie es jetzt weitergeht und was jetzt nachher noch der Höhepunkt ist, ich weiß es wirklich nicht mehr. Deswegen wird es Zeit und ich freue mich mit den zwei Mädels diese Leserunde weiterzulesen. Das wird uns jetzt noch, denke mal, so 3, 4 Tage vielleicht begleiten, das Buch. Und dann werde ich das auch durchgelesen haben. Weiteres werde ich euch dann im Lesemonat Januar berichten. Ja, das war's von mir. Hab auch wieder reichlich gequasselt. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch eines der Bücher gelesen habt und wie ihr diese Bücher gefunden habt. Und ihr könnt natürlich auch jetzt gerne schreiben, was ihr jetzt so im Dezember gelesen habt, ob ihr vielleicht auch so weihnachtliche oder winterliche Bücher jetzt gerne lest. Ich werde das jetzt im Januar auf jeden Fall noch weiter verfolgen, weitere ja, winterliche Bücher von meinem Wintersub zu lesen, die ich euch ja vorgestellt habe. Es sind auch schon wieder ein paar eingezogen, die ich auch gerne lesen möchte. Das allerdings zu einem bestimmten
Projekt, das ich dann im Januar auch gerne durchführen möchte. Das werdet ihr dann ja auch erfahren. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht ganz entspannt und mit lieben Menschen rein. Nehmt euch ein gutes Buch, lecker Essen oder ein Gesellschaftsspiel. Dann kriegt man die Zeit auch wunderbar rum und kann sie gut genießen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt, im neuen Jahr. Bis dann. Ciao, ciao.